In meinem letzten Video habe ich mich mit der Frage beschäftigt, warum Nick Fury Captain Marvel erst so spät kontaktiert hat. Und in diesem Video möchte ich mich mit der Frage auseinandersetzen, wo Captain Marvel die letzten 20 Jahre wohl gewesen sein könnte. Ich beruhe mich hierauf nicht auf Fakten, sondern auf Theorien, die wir so zusammengesammelt haben, die mir auch persönlich eingefallen sind, was Captain Marvel in den letzten 20 Jahren so getan hat. Also, wenn ihr nicht auf Theorien steht, sondern nur auf Fakten, dann ist vielleicht das Video nicht das Richtige für euch. Und für alle anderen, die jetzt dranbleiben, wünsche ich viel Spaß mit dem Video. Clear Energy Drink. Power. Made in Germany. Da ist, um die Geschichte von Captain Marvel weitererzählen zu können, werde ich wohl den ein oder anderen Hinweis aus Captain Marvel benutzen. Das heißt, auch Spoiler können folgen, aber keine sonderlich wichtigen. Wobei, wer weiß, falls ihr Captain Marvel nicht gesehen habt, ist das Video auf jeden Fall nicht das Richtige für euch. Und wir starten jetzt direkt mal rein. Nämlich ist das Naheliegendste eigentlich, dass Captain Marvel jetzt, wo der Film vorbei ist, sich erstmal mit den Skrull zusammentut, um denen eine neue Heimat zu besorgen. Denn wir wissen ja, am Ende von Captain Marvel steht sie auf der Seite der Skrull. Sie hat bemerkt, dass die Kree eigentlich die Bösen sind, die für alles schuld sind und die Skrull eigentlich nur auf der Suche nach einer neuen Heimat sind. Und die Kree ja behaupten, dass die Skrull die verschiedenen Planeten infiltrieren und deshalb auch die Bevölkerung auf dem Planeten ausgelöscht werden soll. Und jetzt hat sich Captain Marvel den Skrull angeschlossen und sie würde durch das ganze Universum reisen, um neue Skrulls aufzutreiben. Aber dann stellt sich ja die Frage, wohin mit den Skrull, auf welchen Planeten bringt man sie, damit sie ein Leben führen können, wo die Kree nicht hinter ihnen her sind. Wir haben ja so Hinweise bekommen im Film, dass Marvel damals einen Ort herausgefunden hat, wo die Skrull leben können, wo die Kree sie nicht so schnell finden werden. Ob Captain Marvel jetzt auch die Stelle gefunden hat, wo man die Skrull hinbringt, weiß man nicht. Aber das ist das, was sie jetzt auch erstmal tun wird: den Skrull eine neue Heimat besorgen. Und danach, oder vielleicht auch schon währenddessen, wird sie sich gegen die Kree auflehnen. Sie wird die Kree mehrmals angreifen und vor allem auch dafür sorgen, dass die Kree vielleicht irgendwie auf Hala angegriffen wird. Vielleicht auch mit Hilfe der Skrulls, die sich dann einen neuen Planeten und neue Ressourcen besorgt haben, um diesen Krieg zu führen. Es sei denn, sie sorgt dafür, dass die Skrull einfach lediglich ins Universum verteilt werden und dort nicht mehr auf die Kree treffen. Dafür gibt es dann eine andere Möglichkeit, dass sich Captain Marvel nämlich vielleicht mit Xander und dem Nova Corps zusammentun wird. Das ist auch sehr, sehr naheliegend, denn in Guardians of the Galaxy haben wir bereits erfahren, dass auch Xander mit der Kree Krieg geführt hat. Nur dann stellt sich natürlich die Frage, wo war Captain Marvel während Guardians of the Galaxy und warum haben wir vorher noch nichts von Captain Marvel gehört? Es ist auf jeden Fall naheliegend, dass sich Captain Marvel, um die Kree zu bekämpfen, neue, ja, Verbündete suchen muss und da soll sie scheinbar beim Nova Corps Anklang gefunden haben. Das ist lediglich ein Gerücht, was so durchs Internet geht, was ich aber sehr wahrscheinlich finde, denn wir wissen ja bereits, dass das Nova Corps rund um Xander auch einen Krieg gegen die Kree geführt hat. Die Frage ist nur, die wir uns dann stellen, warum ist in Guardians of the Galaxy und dann von Nova Prime nie die Rede von Captain Marvel, die sie vielleicht angeführt hat, Richtung Kree-Krieg? Davon haben wir leider noch nie etwas gehört, aber es gibt ja auch noch die Möglichkeit auf einen Captain Marvel 2-Teil, der vielleicht genau da in diesem Mittelteil spielt, was Captain Marvel die 20 Jahre eigentlich getan hat. Die nächste Möglichkeit wäre, dass Captain Marvel vielleicht einen Solozug starten wird, um überall an den Grenzen vom Reich der Kree gegen sie anzugreifen, dass sie nicht Hala direkt angreifen wird, weil das wird sie alleine nicht schaffen, sondern auf den verschiedenen kleinen Planeten, wo die Kree an ihrem Randreich sozusagen sind, sie dort attackieren und dort immer wieder kleine Planeten befreit von der Besetzung der Kree, weil da haben wir auch schon mitbekommen, dass die Kree ja nicht nur sich auf ihren Planeten bezieht, sondern auch verschiedene Planeten eingenommen hat und auch verschiedene Planeten zerstört hat im Kampf gegen die Skrull. Aber jetzt möchte ich eure Meinung mal wissen. Was glaubt ihr? Was hat Captain Marvel die letzten 20 Jahre gemacht? Und findet ihr die Möglichkeit mit Xander und dem Nova Corps auch einleuchten? Für mich ist das die beste Option. Fassen wir sie nochmal zusammen. Captain Marvel soll also sich mit dem Nova Corps zusammengetan haben,
um Krieg gegen die Kree zu führen und um diese falschen Machenschaften auch der Ankläger zu beenden. Schreibt eure Meinung gerne unten in die Kommentare, dann werde ich das sammeln und dafür ist dieses Video, dass ich ein paar Ideen von euch sammle und die auch mal in dem Video vorstellen kann für ein weiteres Captain Marvel Theorien Video. Heute, das war nur ein kleiner Ausblick und meine persönliche Meinung, was sie in der Zeit gemacht hat. Und dann war es das auch schon. Und ich würde sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder, was vielleicht schon ein Theorienvideo sein wird. Deshalb schreibt eure Theorien, was Captain Marvel die letzten 20 Jahre gemacht hat, bitte unten in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Und ich sage ciao und bis dann.